kältesten Monat des Jahres rücken sie aus, die Apperschnalzer, um den Schnee vom Boden wegzuschnalzen. So die Tradition. In Waldsitzenheim werden die Gorseln aber im sportlichen Wettkampf geschwungen. Tradition ist, glaube ich, was ganz was Wichtiges für eine Gemeinde. Speziell bei uns wird das ganz groß gelebt. Und der erste große Event im Vereinsleben ist eben immer unser Gemeindeschnalzen, das heuer da in Sitzenheim über die Bühne gegangen ist. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und so beginnt die Schnalzerkarriere schon im Volksschulalter. Weil es Spaß macht und weil es einfach, weil man viel mehr Leute kennenlernt. Ja. Das Schöne am Bass ist, dass man dann nicht mehr losschnalzen muss und dass man Gemeindeschnalzen und Preisschnalzen immer dabei ist. Um den Schnalzernachwuchs muss man sich also keine Sorgen machen, was der neue Teilnehmerrekord von 13 Jugendpassen beweist. Den Sieg im Nachwuchsschnalzen holte sich die Jugend von Viehhausen 1 vor Sitzenheim 1 und Gois 1. Um den richtigen Duscher, den Bass, zu machen, braucht es eine gute Gorsel und Geschick. Zur Herstellung der Gorsel braucht es Erfahrung. Also Gorsel machen selber braucht man schon eine Erfahrung, weil das muss bei der ganzen Abstimmung passen. Also die Gorsel muss auch richtig auslaufen. Sie muss oben die gerechten Stärken haben und unten richtig auslaufen. Das ist die, hat aber mit der Länge ein bisschen was zum tun. Und das ist eine gewisse Erfahrung schon sehr gut, wenn man die hat. Ja. Ein Blick auf die Ergebnisliste verrät, dass die Preisrichter keine leichte Aufgabe haben. Nur 2,5 Punkte trennen die ersten drei Passen. Naja, schwer nicht unbedingt, aber heute war es sehr hochwertig. Es hat sehr viele gute Passen gegeben, die wo es ziemlich oben auf Punkte 17 oder 16 bis 19 gewesen sind. Und ja, da war es schon schwer dann. Vorjahressieger und Veranstalter Sitzenheim 2 konnte den Titel nicht verteidigen. 183,5 Punkte ergeben den dritten Platz. Mit nur einem halben Punkt Vorsprung gelingt Gois 4 der zweite Platz. Zuletzt 2012 geht der Titel heuer mit 186 Punkten wieder an Wals 3. Die Wals-Sitzenheimer Passen sind gerüstet für das Rupertigau-Preisschnalzen in 2 Wochen.